Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. Ja, das erste Mal ans Aufroppen, würde ich mal sagen. So, sehr schön. So, Prost. Ja, ich werde das Video also nicht in zwei aufteilen, aber an zwei verschiedenen Tagen drehen. Denn heute ist es soweit. Ich habe nämlich schon längere Zeit was in mir so ein bisschen grübelt, möchte ich mal sagen. Ja, zum Thema Film. Ja, da müssen wir hier mal ein bisschen aufmachen hier. So. Wo ist die Norma? Hä? Wo ist die Norma? Nee. Hey, du musst doch die Lampe holen. Oh! Ja. Hab ich vergessen. Gib 15 Euro und dann bring ich den mit. Hast du nicht? Doch, bestimmt. Ja, auch, komm. So. Da sind wir wieder. So, ja. Im Norma gibt's schöne Lampe. Ja, die kann man sich hier an den Dachkannel hänge und dann leuchten die mit Solar, ja, und so über Nacht dann so ein schönes gedämmtes Licht. Da haben wir hier schon zwei und da will ich hinten eigentlich auch noch zwei aufhängen. Habe ich vergessen, dass die heute beim Norma drei Stück für 15 Euro gibt. Jo, Vater geht los. Ja. So. Bringen wir Schnäpschen. Ich hab voll Bock drauf. Haben wir drin Geschnäpschen. Aber leise. Da. Wir haben hier sogar ein Fickeglas. Oh. Ja. Was trinken wir denn? Ja. Es muss leer werden. Wir trinken. Wir trinken Birne-Schnaps. Was ist Williams-Birne? Ein Obstl. So, Prost. Und dann können wir loslegen. Leck mich am Apfelbaum. Stell mal da hin. So. Und zwar, über was mache ich mir denn Gedanken? Und ich habe, wie ihr wisst, möchte ich ja eigentlich. Hä? Ach, das ist was anderes. Das kann man wegfeuern. Ich möchte mir ja eigentlich so alle Wicked Vision Media Books oder allgemein alle Titel irgendwie in die Sammlung holen. Denn, wie ich schon mal erwähnt habe, gibt es da keine Totalausfälle. Natürlich, viele sind sehr gut, viele sind gut, einige Geschmackssache, aber so richtige Totalausfälle, nö, gell? Und ich habe jedes Mal immer wieder Spaß, wenn ich irgendeinen Film mir kaufe von Wicked Vision. Und jetzt ist mir halt eben, ja, ich will jetzt kein Mediabook-Sammler in dem Sinne werden, aber ich habe mir tatsächlich Listen gemacht, ja, und habe mir tatsächlich ein paar Label rausgesucht und ein paar Listen so zum Abhaken, ach, was hast du denn und so. Ja, Timo, du hast zu viel Zeit, ist dir langweilig. Ja, auch. nichtsdestotrotz habe ich mir hier wirklich 1, 2, 3, 4 Label rausgesucht. Und ja, Wicked Vision tatsächlich. Midori Impuls, ja, die haben ja das meiste, ist ja da. Weiß gar nicht, asiatisch mit deutschen Untertiteln. Kino kontrovers,
und Cine Strange. Ja? Und Cine Strange hat ja ganz, ganz viele Unterkategorien, nennt man sowas. Ja? Also Editionen, ja. Zum Beispiel die Repack Edition, die Edizione Giallo, Valencia All'Italiana, die Bahnhofskino Edition, die Asian Delights, die Extreme, die Primetime, die Anime und die Band Classics. Also das sind ja ganz viele Reihen, die die da rausbringen. Und ich muss sagen, als ich mir das so mal angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass gerade die, die hier am öftesten vertreten ist, also die Repack-Edition, nichts für mich ist. Und dann, oder die meisten Titel, so wenig Titel davon irgendwie was für mich sind und der Rest mich tatsächlich alles anspricht. Genauso wie bei Kino Kontrovers, Midori Impuls. Und jetzt habe ich mir, wann ist das passiert? Wann ist es passiert, dass sich mein Geschmack so verändert hat? Ja? Da könnt ihr ja mal selber bei euch ein bisschen in eurem Gehirn rumgrübeln, ja, und mir das mal in die Kommentare schreiben, wie sich euer Filmgeschmack im Laufe der Jahre verändert hat. Ja? Zum Beispiel früher war das bei mir so, nur Kinderfilme. Man war klein. Und danach, ja, so die ganze Mainstream-Kram, möchte ich mal sagen, was eben damals so 80er, 90er, was da so gerade jeder geguckt hat. Und das ist aber auch wieder so der Punkt. Damals waren die ganzen B-Actioner, ja, die ganzen B-Klopper, Trash-Movies, das war ja auch schon Main, oder das war ja Mainstream, ja. Das stand in der Videothek, jeder hat diese Filme geguckt und obwohl es B-Movies waren, war das Mainstream. Ja, sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, gell? Dass so ein B-Film Mainstream ist, ja, oder die wenigsten, ja. Und ja, und ich war wirklich Mainstream. Ich habe alles Mainstream-mäßige geguckt, bis auf einmal eben dann angefangen hat, Splatterfilme, Braindead, Primutors, Violent Shit, ja, das war so, ja, und dann eben in die Amateur, Independent-Szene so ein bisschen reingerutscht bin und da war das eben das Nonplusultra, gell? Und da war ich auch viel vom Mainstream weg und dann ging es wieder los mit dem Mainstream. Und ja, dann hatte ich ja eine lange Pause, wo ich wenig Filme geguckt habe und auch gar nicht mehr gesammelt habe, aber natürlich alles noch da hatte. Und dann hat es dann so nach und nach angefangen, wieder mit dem Mainstream, da ich alles wieder vom Mainstream gucke. Und dann bin ich so eigentlich bei YouTube angelangt, ja, als ich YouTube gemacht habe oder angefangen habe und da habe ich dann wieder das wieder den Amateur-Independent-Film wieder kennengelernt und hatte da auch wieder voll meinen Spaß dran. Und dann ging es auch wieder bergab mit dem Amateurfilm und dann ging es wieder bergauf und wieder bergab und wieder bergauf. Und zwischendrin natürlich Mainstream, Mainstream, Mainstream. Und im Moment bin ich. Ich sitze, also nicht jeden Abend, aber ich sitze abends da. Was gucke ich denn heute? Und meistens geht mein Schatzi dann schon ins Bettsche, ja, weil ich mir dann Filme raussuche, die sie eben nicht guckt, ja. Und zwar genau dann sowas, ja. Ich bin im Moment da angelangt, dass, wenn ich vorm Regal stehe, mir gar nichts mehr Mainstreamiges raushole. Natürlich, ja, wenn jetzt ein neuer Film rauskommt, ganz aktuell ist jetzt bei mir eingetroffen Furiosa. Habe ich Bock drauf, will ich mir anschauen. Und ja, da
bin ich auch wieder beim Mainstream. Ja, also da gucke ich auch gerne mal rein. Ja, aber in erster Linie, wenn ich nichts Neues habe, ja, was ich unbedingt gucken will, lande ich bei solchen Filmen, Wicked Vision zum Beispiel, ja, viele ältere Filme, Schwarz-Weiß-Filme, Trash-Filme, Stummfilme, Midori Impulse, einfach hier zum Beispiel die ganzen asiatischen Filme im O-Ton. Ja, ich muss da mal ein paar mehr Filme mir kaufen, aber ich habe mich tatsächlich bei fast jedem Film mal eingelesen oder mal einen Trailer geguckt und das ist alles so interessant, kinokontrovers. Habe ich mir überall oder fast überall mal einen Trailer angeguckt. Das ist so genial. Und mir ist das jetzt aufgefallen, wie ich mich hier mit CineStrange auseinandergesetzt habe, so ein bisschen. Ja, es sind alles Mediabooks. Also ich will jetzt nicht der große Mediabook-Sammler werden. Aber ich muss sagen, mir ist das jetzt aufgefallen, dass die Repack Edition, das ist ja das meiste, so ein bisschen mainstreamhaft, dass mich das komplett gar nicht interessiert. Aber die anderen alle, das sind alles so Sachen. Zum Beispiel, ich habe damals drüber gelacht, ja, als die Bahnhofskino-Editionen rauskamen. Habe ich drüber gelacht. Jeder hat so vorgestellt. Und ich so, was denn das? Das sieht ja gar nichts aus. Ja, also das Mediabook sieht scheiße aus. Die Titel, ja, wer kauft sich denn für teuer Geld solche Filme? Habe die alle ein Arm Abel, ja. Aber hat ja fast jeder vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, habt ihr sie noch alle? Und jetzt stehe ich gerade an diesem Punkt, wo ich sage, genau so einen Scheiß will ich haben, ja. Ist das so, geschieht das im Alter, ja, dass man sagt, oh jö, ich will jetzt nur noch so Sachen gucken, oder? Liegt es wirklich am heutigen Kino, obwohl auch ältere Mainstream-Filme habe ich auch im Moment gar kein Interesse dran. Natürlich sind richtig gute Sachen dabei, aber da habe ich wirklich wenig Interesse. Ich will wirklich so Billigkram, gell? Ja, nicht wirklich Billigkram, aber wenn man jetzt hier an die Stummfilm-, Schwarz-Weiß-Filmzeit denkt, das ist ja kein Billigkram, gell? Aber hier die Bahnhofskino-Sachen, das ist ja schon hier Trash vom Feinsten, ja. Und das hat sich jetzt die letzten zwei Tage so ein bisschen gestern, also wir haben heute Mittwoch, also Dienstag, Mittwoch hat sich das so ein bisschen jetzt rauskristallisiert, dass ich mir da wirklich ein paar Gedanken gemacht habe. Denn, also heute habe ich wirklich mal hier die Liste von CineStrange mir mal durchgeguckt, was die alles so Schönes haben. Gell? Weil ich wusste, da ist bestimmt einiges dabei, was mich interessiert. Und tatsächlich habe ich gestern einen Film gesehen, der das Ganze nochmal bei mir auf die Spitze getrieben hat. Und zwar ein Film mit, ich wollte eigentlich ein extra Video drehen, aber wenn ihr es wollt, mache ich noch eine Review dazu. Dann haut das in die Kommentare. Ansonsten, ja, es geht um einen Film mit Bruce Campbell und zwar Alien Apocalypse. Ja? Alien Apocalypse, es geht wie heißen die Viecher? Die wo Holz fressen, diese Käfer, diese, ach, wie heißen die denn? Diese Holzwürmer. Ja, auf jeden Fall diese kleinen Viecher da, die Holz fressen. Und da geht es um Außerirdische von diesen Viechern, die auf die Erde kommen, um Holz abzubauen, ja, weil bei denen gibt es das nicht mehr. Und ja, Bruce Campbell stellt sich eben dagegen. Und das ist tatsächlich
übelster Trash, ja, also wenn man die, diese Viecher von hinten sieht oder einzelne Sachen, Hände, Füße, Köpfe, das ist handmade, aber wenn man sie komplett sieht, sind die komplett CGI und es ist schlechtes CGI, aber der Film macht von Anfang bis Ende Spaß, ich hatte richtig Spaß dabei. Das ist kein Scheißdreck gewesen, ja. Okay, für viele vielleicht schon, ja. Aber ich habe gedacht, leck mich am Arsch, der ist richtig gut, ja. Und da macht es auch nichts aus, dass das CGI-Scheiße ist. Weil wenn jetzt hier so ein Bein oder so von den Viechern abgehackt wird, ist das handmade gemacht und spritzt da grüne Soße raus. Und ist einfach gut, gell? Und herrlich. Und ich gucke mir nur noch irgendwie so ein Kram an. Ja, das hört sich zwar doof an, ich gucke mir so ein Kram an, gell? Aber ich muss sagen, ich habe da so viel Spaß. Und wenn ich mir hier die ganzen Titel hier, auch hier die Violenza all'Italiana angucke, hier mit den ganzen Schlitzohrfilmen, Kommissar Mariani, Superbulle und sowas, hätte ich mir nie angeguckt. Ich habe so einen Bock da drauf auf diese Filme. Das ist unglaublich. Hätte ich mir nie angeguckt, ja. Vielleicht kennt der eine oder andere sich ein bisschen mit Cine Strange aus. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare hauen oder mich auch persönlich anschreiben oder wie auch immer. Denn die Violenza all'Italiana Editionen, ich finde da keine Nummer 1. Und die Nummer 5, 1, 2, 3, 4, 5, wäre das Schlitzohr vom Highway 101, aber auch American Rickshaw. Jetzt habe ich da irgendwie rausgelesen, dass es da eine Violenza Italia Horror und eine ja so Krimi oder so Edition gibt. Ich weiß es nicht, gell? Aber irgendwie liest sich das ganz komisch und es gibt keine 1, ja, oder ich finde keine 1 oder ach, fragt mich nicht, gell? Vielleicht habt ihr da Ahnung, genau wie bei der Extreme. Die Nummer 1 habe ich keine Ahnung, gell, was das da ist. Und ich bin halt jetzt auch, ich bin ja jetzt so zu Cine Strange, habe ich ja noch nie groß. Man schaut ab und zu mal rüber, aber bei mir hat es ja jetzt angefangen mit der Asian Delights-Reihe. Da war ja Shen Chang und die Karate-Bande, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Und jetzt kommt noch Bolo raus und Zaccato. Und ich habe da so eine Lust drauf. Habe ich gleich vorbestellt, die letzten beiden, Bolo und Zaccato. Ich habe da so einen Bock drauf, ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Das würde mich echt mal interessieren, wie sich euer Sehverhalten, ja, verändert hat, ja, in letzter Zeit oder die letzten Jahre oder euer Leben lang, gell? Das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben und was ihr im Moment so guckt. Seid ihr eher Mainstream Schauer oder dann doch so wie ich, das, was ich hier so ein bisschen erwähnt habe, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, weil ich weiß nicht, wie es jetzt die nächste Zeit weitergeht mit mir. aber ich habe da so einen Bock drauf. Vielleicht ist aber auch was Gutes, weil gute Filme dabei. Moment. Oh! Waren noch welche da? Ja, freilich. Ja, alles gut. Ah, den brauche ich. Da steht über Kopf. 15 Euro. Mhm. 12,99. Ja. Und vorne steht 14,99. Ja.
Da kriegst du noch 2 Euro. Ja, lass stecken. Gut. Lass stecken. Alles klar. Hey, wir die Garantie auf, gell? Ja. Hoffentlich tust du da verbuchen. Ja. Was denn? Müssen wir mal gucken. Ja, die gibt's nur in Schwarz. Ja, ja, das ist gut. Ja. Das zieht die Sonne mehr an. Ja. Alles klar. Mal gucken, wo man sie hinhängen. Ja, da, da wo die Sonne ist. Ja. So. Ja, also, wie sieht das bei euch aus? Ich will mal hier mal klar Unboxing, ne? Von Licht. Oh, Jesus, na. Ah, das kommt dann hier so in die Rinne rein. Und dann haben wir hier. Ah, das sieht dann so aus. Ah, da oben müssen wir noch abziehen. Pst, pst. Und dann kommt ein Lichtchen. Und ah, on-off, Schalldasche. Und dann wird das hier. Genau, da Festschraube. Und dann kommt das so an die Dachrinne. Und dann hat man da ein bisschen Licht nachts. Super! Sehr schön. Ja. So. Eigentlich bin ich schon fertig. So. So, ja. Jetzt gucke ich mal, wo man das aufhängen kann. Und dann überlege ich, was ich mir heute anschaue. Furiosa liegt immer noch da drin. Jetzt am Sonntag weiß ich es nicht, wenn wir vielleicht schon geguckt haben. Alter, aber ja, 2,5 Stunden, das wusste ich gar nicht. Das kannst du, habe ich abends keine Zeit mehr. 2,5 Stunden, das schaffe ich unter der Woche nicht mehr. Hm. Vielleicht. Vielleicht schaue ich mir heute mal Tiger Bay an. Den habe ich vom hier vom Wutan Matti, gell? Grüße. Wow. Grüße gehen raus. Den habe ich noch. Schwarz-Weiß-Filmchen. Ey. Das ist unglaublich. Das geht mir echt nicht aus dem Kopf. Bin alles am Gucken und am Machen. Und was kaufe ich mir als nächstes? Ach, ganz frisch eingetroffen auch noch. Eben gerade die unendliche Geschichte. Teil 2. Ja, den gibt es ja nur in einer Warner-DVD-Fassung und teilweise wirklich zu überteuerten Preisen. Und 30, 40 Euro. Jo, habe ich es jetzt bei eBay gesehen. Und ich weiß nicht, ich habe den früher gerne geguckt. Ich habe den früher sogar lieber geguckt als den ersten Teil. Ja, tatsächlich. Und da gab es auch ein Videospiel und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das PC, C64, ich weiß gar nicht, was das war. Das hat mir auch gut gefallen. Und ja, und jetzt habe ich ihn auf eBay gesehen für 8 Euro. Ich glaube 8, ja. Habe ich gesagt, hey, komm, günstiger kriegst du den jetzt nicht. Weiß auch nicht, dass der irgendwann mal jetzt demnächst rauskommen sollte oder sowas auf Blu-ray oder sonst wie. Ich habe gesagt, ich kaufe den jetzt, gucken wir mal an, ob der immer noch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Vielleicht wisst ihr das ja und sagt, hey doch, der zweite ist noch gut, der dritte. Ich weiß gar nicht, ob ich den dritten jemals gesehen habe. Kann ich gar nicht sagen. Aber der erste ist natürlich super, gell, der zweite. Früher super, mal gucken. Ja, vielleicht, da werde ich kein Video machen. Nee, ich denke nicht. Ja, so, also, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, ja, und dann sehen wir uns gleich wieder zu euren Kommentaren. Für euch ein paar Sekunden, für mich
eins, zwei, drei Tage später, ja. Aber es reicht für heute. Also, bis gleich, ja. Ja, hallo zusammen. So, hier bin ich wieder und einfach viel zu warm. So, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt machen wir. So, jetzt haben wir die Kommentare erst gemacht. Oh je. So. Ist es bei euch auch so warm? Oh, ja, jetzt hat es wahrscheinlich abgekühlt. Es soll ja heute nochmal regnen, gell? Und hier, liebe Grüße an Familie Kaische, gell? Das Kaische war eben da. Oh, wir haben gemumpelt ohne Ende. Oh, wieder viel zu viel Futter, aber da haben wir heute Abend noch was davon, gell? Und ich habe gedacht, so, jetzt legst dich nochmal ins Wasser, rachst an. Und hab jetzt noch ein bisschen, gell? So, ja, und auch nochmal vielen lieben Dank ans Kaische, gell? Er hat mir Geschenke schon mitgebracht, so nachträglich zum Geburtstag. Und herrlich, danke, vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich gefreut und ich freue mich immer noch. Das ist herrlich, super. Und passt perfekt in die Sammlung. Ich bin nur unentschlossen, wo ich es hinstellen soll, ob ich es reinstelle in die Filmsammlung oder ob ich es draußen stehen lasse, offen auf der Terrasse. Weil da wird es auch super hinpassen. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ja. So. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich habe gerade zwei Hände frei. Ja. Was machen wir dann? Guckt euch einfach mal die Natur an in der Zeit, wo ich noch rauche. Ja, hier. Ja, der Hinne wird gegrillt. Oh, und da habe ich auch mal schöne Box stehen. Diese Musik. So. Ja. Komm, jetzt machen wir die Zigarette aus. Und lieber zu euren Kommentaren über. Ja. Ein bisschen zurücklehnen. Ja, da hinten hoch. Ach so, da muss ich reinreden. Da hinten hochbeetsche, gell? So, also, erst einmal. Danke für die ganzen Kommentare und Entschuldigung, aber ohne Brille. Der Oliver, ein guter Oliver. Er schreibt: Hallo Timo, ich persönlich wandere sehr gerne. Kann es sein, dass ihr am Felsenmeer wart? Da war ich nämlich auch schon. Liebe Grüße, Olli. Das ist das kleine Felsenmeer gewesen. Das große Felsenmeer ist an einer anderen Stelle. Aber da, ja, auch super, gell, also gerade beim Felsenmeer, in dem Sinne, da kannst du ja, hey, da könnt ihr euch auch mal mitnehmen, ans Felsenmeer, wenn wir da mal hinmachen, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht nächstes Jahr, gell, und kann euch das auch mal zeigen, aber das war jetzt das kleine Felsenmeer, hab ich vorher auch noch nie was von gehört gehabt. Oliver, ja, wandern an für sich, aber ich habe echt die Power nicht mehr zum Wandern. Das ist unglaublich. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe hier irgendwie einen komischen Winkel. Irgendwie nicht mehr so wie letztens, gell? Mal gucken, gell? Herrlich. Oh, der Sohnemann guckt da hinten schon. Der futtert. Aber ohne Brille kann man nicht ausmachen, was er futtert. Der sieht aus wie Brot oder so. Ja, als nächstes Dave's Movie Place. Ei, Gude. Na, wie geht's?
Komm wieder. Gute Timo, tut mir sehr leid, dass YouTube dein Alien Predator Special gesperrt hat. Ja, ich bin echt am Überlegen, wie man das nochmal hochladen kann. Und das ist aber auch das gute Beispiel daran, warum ich eigentlich keine, warum ich ungern irgendwie Videomaterial in Reviews reinpacke, denn ich habe ja in dem Special einen Haufen Videomaterial verwendet, ohne Ton alles, ja, und das haben die mir gesperrt, ja, also da ist echt nichts dabei, wo man sagen könnte, hey, vom Ton her, Musik oder sonst was, könnte man das sperren? Nein, das ist reines Bildmaterial, Video, Bilder und alles ohne Ton und das haben sie mir halt gesperrt. Und es ist halt Disney, ja. Alien Predator ist halt Disney und das haben die, ja, mal gucken. Bring's auf DVD raus. Naja, so gut ist es im Endeffekt auch nicht, gell? Uns deutschen YouTube-Creatern wird wegen der Copyright-Mimimi-Scheiße immer wieder das Vergnügen an der kreativen Arbeit genommen. Genau, so sehe ich das auch. Ich habe ab und zu so viele Ideen und weiß von vornherein schon, das lässt sich alles nicht umsetzen. Ist schade, gell? Ja. Wenn man so andere sich anguckt, die einen Haufen Zeug da reinballern in ihre Videos und es ist immer noch seit Jahren online und wir wird alles gesperrt, scheiße. Ein zusätzlicher Punkt, warum ich ausgestiegen bin, man steckt sehr viel Herzblut und Leidenschaft für sein Publikum in diese Videos und dann sowas. Liebe Grüße, Dave. Ich mache fast täglich 30.000 Schritte im Laufschritt und merke es konditionell gar nicht. Im Gegenteil, nach der Arbeit geht's noch schön pumpen. Jo, also, ja, klar, wenn du da sagst, ja, das ist so ein Punkt, ich kann mich nicht so ausleben, wie ich möchte auf YouTube. Ja, ist schade, gell? Natürlich gibt's andere Plattformen, aber da erreicht man ja gar keinen. Und das ist halt schade, gell? Ja, und hier mit deinen 30.000 Schritten, ja, wenn du die jeden Tag machst, ja, machst du ja beruflich und nicht am Stück und sowas. Und wenn sich der Körper daran gewöhnt hat, natürlich passiert da gar nichts, gell? Das ist, wenn ich jetzt jeden Tag 10.000 Schritte mache und mache das jeden Tag, dann ist das so im Körper drin, dann passiert da auch nichts, ja. Also muss man immer eine Stufe höher gehen. Und ich bin fix und fertig, sportlich und alles. Geht da bei mir im Moment gar nichts, gell? Durch die ganze Arbeit und alles. Es ist. Es ist anstrengend. Ja. So. Danke für deinen Kommentar. Als nächstes der Matthias. Gute Matthias. Gute Timo, ich liebe es zu wandern und verbinde das immer mit der Naturfotografie. Sowas ist auch schön, gell? Habe ich auch mal eine Zeit vorgehabt oder was heißt vorgehabt, gemacht. Immer mal so ein paar schöne Bildchen von der Natur. Aber ich bin ehrlich, ich bin kein Fotograf. Alles, was mit Fotos zu tun hat, da habe ich kein Händchen dafür. Es sieht alles doof aus. Und auch wenn ich mich fotografiere, ja, oder wenn ich Thumbnails mache, ich bin nie mit meinen Thumbnails zufrieden. Nie, ja. Ich finde es immer irgendwie, die sehen irgendwie blöd aus, ja. Aber irgendwas muss man ja machen. Und auch wenn ich da schon ein paar Minütchen reinstecke in so ein Thumbnail, ist es trotzdem, bin ich nicht zufrieden. Und ich habe da auch schon Stunden verbracht mit Thumbnails neu kreieren und sowas. Aber ich bin ehrlich, ich bin da echt kein, ich schaffe das nicht. Und auch, ich habe ein paar Fotos auf Instagram, wo ich sage, ja doch, das sieht ganz schön aus, aber das sind einfach so Zufallsfotos. Ich bin, was Fotos anbetrifft, ne. Jetzt wird der Exquisa geholt. Für der Hamburger. ja. Aber schön, wenn du da was hast, gell? Danach wird natürlich grundsätzlich ein Film geschaut.
Der Stapel der Schande muss ja schließlich abgearbeitet werden. Ja. Und er wird trotzdem immer größer und größer und größer. Dann geht's mal bergab und dann geht's wieder bergauf. Aber ich habe auch viele Filme auf dem Stapel der Schande sozusagen. Ich habe ja ein Schränkchen der Schande. Und es sind Filme, ich weiß noch nicht mal, wo ich die her habe. Die sind schon Jahre da und ich muss die mir ja irgendwann mal in die Sammlung geholt haben, weil ich da Bock gehabt habe drauf. Aber die stehen da drin und warten, geguckt zu werden. Und ich habe echt keinen Bock da drauf, ja. Und wirklich Filme, wo ich nicht mehr weiß, woher ich die habe. Und ich weiß noch nicht mal, wie lange die da in diesem Schrank drin sind. Jahre bestimmt schon. Das ist unglaublich. Ich schaff's nicht. Und ich habe da auch echt keinen Bock, ja. Aber ich versuche es natürlich da auch immer abzubauen, gell. Was habt ihr denn? Wie viele Filme habt ihr eigentlich auf eurem Stapel der Schande? Würde mich mal interessieren, bei mir 10, 20, 30, 40, 50, also 50, 60 Filme habe ich da schon noch, ja, und es sind Filme dabei, wo ich wirklich Bock gehabt habe und im Moment gar nichts, gell? Ja, gestern war bei mir wieder Flohmarkt angesagt. Meine Ausbeute. Wir sind die Millers mit Jennifer Aniston. Sehr guter Film. Sinister mit Ethan Hawke. Gestern gleich gesehen, der absolute Hammer. Fand ich nicht. Also ich finde ihn gut, aber nicht der absolute Hammer. Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Aber ich hatte Spaß dran. Ja. Automata mit Antonio Banderas. Den muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Den habe ich damals, ich habe ihn in der Sammlung. Und fand den damals auch gut, aber ich kann mich im besten Willen an nichts mehr erinnern. Ja, ich weiß nur, dass ich ihn gut fand. Aber irgendwas mit Roboter, Endzeit, Apokalypse oder sowas, kann mich so gut wie nicht mehr dran erinnern. Star Trek Beyond, der hatte mir noch gefehlt von den drei Teilen. Star Trek, noch nichts gesehen. Ich habe ein paar alte Filme mal gesehen. So 1, 2, 3, 4 und ein bisschen was von der Serie mal früher, hat mir nie zugesagt. Star Trek hat mir nie zugesagt. Und Alexander Riverside, ach so, die längere Fassung, glaube ich, mit Colin Farrell. Alles auf Blu-ray für 2 Euro das Stück. Liebe Grüße, Matthias. Ja, liebe Grüße gehen zurück. Und Alexander, den habe ich den dieses Jahr geguckt oder letztes Jahr? Ich habe den auf DVD. Und ich glaube, ich fand den auch gut. Aber, doch, das war der doch, wo der da durch verschiedene Länder reist oder sowas. Kann das sein? Und da Schlachten führt. Oh, nur noch wenig in Erinnerung. Aber fand ich gut, doch. Jo, danke für deinen Kommentar. Als nächstes, ich schaue Filme 76. Gute Timo schreibt da und Grüße zurück, Jens. Ja, es steht ja nur das da, aber letztens habe ich so durchgescrollt und da stand Jens, ja? Doch, das war das. Grüße, gell? Danke für eure Kommentare. Und als letztes, Shailana, ei, gute Maschneckche, ne? Wir gehen auch gerne spazieren. Ja, das ist ja auch eigentlich was Schönes, wenn es einfach nicht zur Anstrengung wird. Und letztes Mal, das war tierische Anstrengung. In letzter Zeit weniger. Achso, wir gehen auch gerne spazieren, in letzter Zeit weniger. wenn es losgeht, dann am ehesten abends eine kleine Runde vor dem Schlafen gehen und am Wochenende eine größere Runde. Danach ist der Schlaf meiner Meinung nach viel erholsamer. Ja, Nee. Könnt ihr mal abhaken. Also vorm Schlafen gehen passiert da bei mir gar nichts mehr. Überhaupt nicht, ja. Aber ich kann noch schlecht einschlafen, aber ich habe da schon was gefunden, ja, dass ich da schön schlafen gehen kann. Shea Medicine, ja, und
Und ja. Da kann ich mal wieder durchschlafen. Ja. Ja, ja. Kann man so sagen. Danke für deinen Kommentar. Und ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen kurz gehalten, wie ihr merkt. Und ein paar Biersche. Oh, getrunken, gell? Oh, und irgendwie ja gefuttert und durch die Hitze heute total ausgelaugt. Oh, deshalb, ich mache auch jetzt aus. Ich hoffe, es hat euch diesmal gefallen, auch wenn ich jetzt so hier im Nachhinein nicht mehr so fit bin. Oh, es ist so Hitze, Alkohol und viel geschwitzt, da hat man halt nicht mehr so viel. Naja, wie habt ihr denn euer Wochenende verbracht? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Was habt ihr an dem schönen, sonnigen Samstag gemacht? Oder was macht ihr an einem wahrscheinlich verregneten Sonntag? Ich weiß ja gar nicht. Soll jetzt die Nacht ja regnen? Weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch tagsüber regnet. Aber vielleicht wird es auch schwül und alles. Ach, ich weiß es nicht, gell? Könnt ihr mir alles mal in die Kommentare hauen. Und ja, dann war es das schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo.